Da stehen wir wieder an dem geheimnisvollen Tor, mit dem unser Teil 3 endete. Was verbirgt sich hinter diesem Tor? Kommt mit, wir werden es euch zeigen. Das Borg Viking Museum in Nebel. Hier könnt ihr einen Sprung in eure Vergangenheit machen. Das Wikinger Museum lädt ein, vieles Interessantes zu entdecken und Neues zu erkunden. Das Museum liegt an einem alten Wikingerhafen, daher haben wir hier auch den Einblick auf die alten Schiffe, die wirklich beeindruckend waren. Die Langhäuser sind für die Besucher geöffnet und hier wird Geschichte gelebt. Es gibt hier im Museum noch echte Wikinger. Da haben wir einen entdeckt. Wie ihr seht, wird hier noch wirklich Brot zubereitet. Es ist eine Art Knäcke, die auch lecker geschmeckt hat. Auch im Außengelände gab es verschiedene Vorführungen, die aber zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, gerade nicht gezeigt wurden, da es sehr, sehr windig war. Daher auch das Ganze in der Nachvertonung, weil wir wollten euch das Gebrumsel und Gebrausel des starken Windes nicht antun. Dies war eine Opferstätte. Hier sehen wir die typischen Wikinger-Götter. Zum Glück hat Alfred mich nicht an Marterpfahl dagelassen. Ich glaube, der Marterpfahl war eh bei den Indianern. Aber dafür habe ich ein paar neue Schuhe bekommen. Vielen Dank, lieber Alfred, für diese neuen Schuhe. Damit kann ich keine großen Schritte mehr machen. Trotzdem habe ich den Weg durchs Museum geschafft, die alte Mühle betrachtet, den Damen beim Kornmalen zugesehen und auch den Weg bis zu diesem Kircheneingang geschafft. Als letztes haben wir die Haithabu-Häuser besucht. Alfred hat die Deckenkonstruktionen bewundert, ich die Kaminöfen, die herrliche Wärme spendeten bei 10 Grad und die heimeligen Innenhöfe. Alles in allem ein wirklich schöner Museumsbesuch. Oh. Sagen alle immer, wenn du hier das Stück passiert hast, beginnt der echte Norden. Guck mal. Weiter ging unsere Fahrt über den dünnen Landstrich zwischen der Nordsee und dem Ringkjöbing fort in Richtung Wiedesande. Die Anfahrt zum Stellplatz war aufgrund einer Baustelle nicht so einfach, aber wir werden es schaffen. Schaut! Ob da Daniel beisteht? Es sind ganz viele und Angeln. Schifftechnisch ist hier einiges zu sehen. Und dann war sie gefunden, die Einfahrt zum Stellplatz Wiedesande Autocamperplatz Beddingsway am Ringkjöbing fort. Es geht vorbei an malerischen Fischerhütten auf die Mole. Ist noch ein Platz frei, lass ihn bloß nicht vor. Danke dir. Wind und Nieselregen haben uns aber nicht abgehalten, die Landschaft zu erkunden. Wenn wir schon einmal da sind, wollen wir auch was sehen. Zuerst mal zurück zur Brücke, von wo wir eine tolle Sicht auf den Hafen, den Ort und die auf der anderen Seite liegenden Werften haben. Hier haben wir praktisch einen kleinen Hafen direkt am Ringkjöbing fort. Direkt neben dem Hafen liegen die beiden Flaniermeilen, die sich durch den Ort schlängeln. Wie unser lustiger Freund hier schon zeigt, gibt es Leckeres und noch Leckeres überall zu entdecken. Und weil wir im Land von Hügge sind, gibt es viele niedliche Accessoires. Auch im Hafen gibt es vieles Interessantes zu entdecken.
Okay, die Figur vielleicht weniger. Vom Hafen aus kann man direkt an den Strand gelangen. Hier war es mittlerweile so windig, dass die Mütze nur noch um meine Kamera lag. Hartgesottene Surfer haben sich aber von dem Wetter nicht abhalten lassen. Nein, im Gegenteil, sie wurden davon quasi magisch angezogen und eilten in Blitzesschnelle über die Wellen. Fasziniert von den schnellen Surfern war ich jetzt ganz mutig und bis vorne auf die Spitze der Mole gegangen. Es fegte ein so heftiger Wind, dass ich weder die Kamera richtig halten konnte, noch mich auf den Beinen. Direkt hinter den Dünen liegt ein weiterer Stellplatz, der gerne von Campern genutzt wird. Es ist der Outer Camper Platz Tyngeway. Hier könnt ihr nur mit Karte bezahlen. Und es gibt eine Entsorgung. Eure Toilette darf nur ohne Chemiezusatz entsorgt werden. Also habt ihr Aquablue oder wie das alles heißt. In euren Toiletten darf es hier nicht entsorgt werden. Außerdem gibt es noch ein WC. Duschen weiß ich leider nicht mehr, ob hier auch Duschen waren. Zum Schluss noch ein kleiner Abstecher auf die andere Uferseite gegenüber von unserem Stellplatz, den wir da hinten schön glänzend mit dem Bomus an der Spitze sehen können. Dann ging es noch hoch auf den Aussichtsberg, um nochmal einen schönen Rundumblick über den Ringkjøbing Fjord und dem Ort zu bekommen. Es riecht nach frischem Räucherfisch ab in den Fischereihafen. Leider war schon geschlossen. Noch schnell einen Blick in das Anglerheim mit echt originellen Sitzmöglichkeiten und zurück zu meinem lieben Mann. Vielleicht hat er ja ein Fischlein für mich gefangen. An der Stelle erkläre ich euch am besten noch kurz was zu dem Stellplatz. Es dürfen hier nur Wohnmobile parken. Die Gebühr für die Nacht beträgt 20 Euro. In bar. Es ist keine Kartenzahlung möglich. Dazu geht ihr in dieses kleine Gebäude. An diesem Pult. Öffnet die Schublade. Nehmt das Formular heraus, füllt es aus, legt euren Geldschein in den Umschlag mit hinzu, nehmt den Durchschlag, den müsst ihr sichtbar an eure Scheiben hängen, und werft das Geld mit dem Umschlag in den Schlitz, den ich euch eben gezeigt habe. An der Hauswand neben dem Gebäude befindet sich ein Müllcontainer. Es wird hier nur Glas getrennt. Eine Anfahrrinne für euer Grauwasser. Eine einfache, aber zweckmäßige Entsorgung für die Chemietoilette.
und ein Frischwasseranschluss. Hinter dem kleinen Gebäude befinden sich noch Anlegestelle für Fischerboote. Ich bin ja noch nicht ganz wach. Aber bei dem Wetter, nach dem Sturm gestern und dem Ganzen, ich glaube, lohnt es sich jetzt aufzustehen. Du musst mich nicht föhnen. Ich föhne doch dich. Aber mir ist ja zu kalt rauszugehen. Wir haben nur 9 Grad. Was tut man nicht alles für Spaß an der Freude? So. Und jetzt wird erstmal lecker gefrühstückt. Brötchen. Wie immer. Aus der Omnia. Und Kaffee. Für die Maus. Weiter geht's. Wir haben Wiedesande heute Morgen bei gutem Wetter verlassen. Es ist zwar kühl, aber die Sonne hat trotzdem Kraft. Und wir fahren weiter Richtung Norden, haben noch eben unsere Vorräte aufgefüllt und wollen noch schnell einen Stopp beim Leuchtturm machen und dann gucken wir mal Richtung Sonderweg, ob wir noch heute mit der Fähre nach Agger fahren oder ob es uns vorher irgendwo festhält. Lassen wir uns überraschen. Kurzer Halt am Lingfig-Pier. Im Nebengebäude gibt es ein süßes Café, wo man allerlei auch kaufen kann. Zwischen den tollen Angebot, das hier zu erwerben ist, befinden sich immer wieder auch Sitzgruppen, wo man Kaffee und Kuchen genießen kann. Hier sind wir echt im Hügelland. Draußen kann man durch dieses Drehkreuz auf das Gelände vom Leuchtturm gelangen und den Leuchtturm ersteigen. Der Eintritt liegt bei 14 Euro, was mir zu viel war. Also gehe ich lieber an dem Leuchtturm vorbei in Richtung Strand. Das hat sich auch für mich gelohnt. Weiter geht unsere Fahrt. Wir waren jetzt am Lingfig 4. Ob unsere Reise uns heute noch einen weiteren Leuchtturm beschert? Wenn es euch interessiert, bleibt dran! Keiner hören. Bitte schön. Hast du Hunger? Weiß ich nicht. Das ist eine Fischräucherei. Kleiner Fischereihafen in Thorsminde. Direkt an der Hauptstraße.
bei der Fischräucherei noch eingekehrt und wirklich super leckeren Fisch dort gekauft. Also solltet ihr hier vorbeifahren, kehrt dort ein und deckt euch mit viel Fisch ein. Neben uns liegt der Bofheck 4, ein weiterer Leuchtturm, der an einer wunderbaren Steilküste liegt, wie wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erahnt haben. Aber wenn wir gleich aussteigen, werden wir eines Besseren belehrt. Diese unerwartete, fantastische Landschaft hat uns einfach überwältigt. Und dann noch schnell einen kurzen Abstecher zum Bofberg 4. Ein wunderschöner roter Leuchtturm mit vielen interessanten Nebengebäuden. Es gibt Kunstausstellungen, ein Café, einen kleinen Hofladen und eine schöne Außenterrasse. Weiter geht unsere Fahrt in Richtung Türbüron. Mal sehen, was wir da noch Interessantes entdecken, bevor wir dann mit der Fähre weiterfahren.
Oh, Alfreds Schnecklehus. Er hat es aus Liebe zu seiner Frau gebaut. Ob mein Mann, mein Alfred, mir auch sowas baut? Diesen schönen Strand braucht ihr gar nicht lange suchen. Er befindet sich direkt hinter dem Schnecklehüsle. Kommt die Fähre. Sieht aus, es stehen auch nicht allzu viele. Mal wieder Fähre fahren. Ne? Ja, ich lasse mich gerne fahren. Ja, aber ich guck lieber. Da Ticket, ich draußen. Ja, schon. Mit der Fähre von Tiburon nach Agger. Tiburon hat uns gar nicht gefallen, wollten wir eigentlich bleiben. Hier mündet der Limfjord in die offene Nordsee. Es gibt einen Durchlass, wo das Wasser von der Nordsee in den Fjord strömt. Achtet jetzt bitte mal auf die Reling. Ups! Und schon saß ich auf meinem Hintern und Alfred ist vor Schreck aus dem Wohnmobil gesprungen. Das hat ganz schön gewackelt hier. Sind wir in Nore-Furupa. Gefällt uns der Ort so gut, dass wir eventuell hier einen Platz aufsuchen? Oder werden wir nur da durchfahren? Bleibt dran, in Teil 5 gibt es die Auflösung. Und da hinten rum kommst du dahin. Da hinten rum kommst du nicht dahin? Ja, wie sind die denn dahin gekommen? Sind die geschwommen?